Auf den ersten Blick sieht man es nicht, aber das hier ist ein Gourmet-Tempel der Erlebnisgastronomie. Die drei Paare, die heute nacheinander an diesem Tisch Platz nehmen, freuen sich darauf, dass ihr Essen extra für sie direkt am Tisch und ganz besonders frisch zubereitet wird. Hallo, guten Tag. Hallo. Ich bin Detlef, ich bin heute Ihr Koch. Und das hört sich gut an. Ja. Und ich koche für Sie heute frisch. Schön. Am Tisch. Dann gucken wir mal ein bisschen auf die Finger. Gut. Nee, machen wir. Wir beginnen mit dem Salat. Machen wir. Ja. Den waschen wir mal. Das ist wirklich richtig. So. Dann machen wir uns mal dran. Ist es von der Feinheit her genug? Ja, ja. Ja. Das reicht mir schon. Ihnen reicht es? Frisch geschnittener Salat im Blechnapf als Vorspeise. Jawohl. Wer hat denn Wasser von Ihnen? Gut. Darf ich kurz so einen Becher bitten? Dankeschön. Wasser? Na, da war doch noch reichlich da. Sogar mit Fruchtfleisch. Reicht die Menge so? Für was? Ihr Wasser, Ihr stilles? Das ist nur Sand, das setzt sich ab. Ach, kein Mineralwasser, ne? Nein, nein. Das ist belebtes Wasser und im Medium-Bereich. Es ist wirklich alles biologisch. Wir haben das vom Biomarkt. Also so viel Bio möchte ich nicht. Nicht? Soll ich Ihnen ein bisschen weniger reinschütten? Nee, nee, nee. Ich meine lieber normales aus der Flasche. Normales Mineralwasser. Gut, dann kommen wir zur Hauptspeise. Sie beide haben die gleiche Wahl getroffen. Und zwar Macaroni Cheese. Und die werde ich Ihnen jetzt hier am Tisch zubereiten. Und zwar auf dem Campingkocher. Denn in dem Tütchen ist gefriergetrocknete Expeditionsnahrung. Eigentlich nur was für Bergsteiger. Lecker, oder? Können Sie mal gucken, wie viel Wasser ich eigentlich dazu brauche? Das sind immer verschieden. 165. Jetzt sind wir dabei. Schön. Den beiden steht die Vorfreude auf neue kulinarische Erlebnisse ins Gesicht geschrieben. Von diesen Menüs haben Sie ihn schon so zubereitet. Und uns? Sie bin die Ersten? Ja. Ehrlich? Ja. Also. Das ist absolut biologisch gefriergetrocknet. Das ist aber kein Kochen für mich. Also, bitte? Das ist für mich kein Kochen, sowas. Wenn ich ins Restaurant gehe, möchte ich gerne was frisch, also Gemüse, schönes, frisches, geputztes genau. Gemüse, sowas. Das ist für mich kein Kochen, sowas, ganz ehrlich nicht. Ja, aber das war doch auch mal frisch. Ist nur schon länger her. Und die Haltbarkeit ist wahrscheinlich bis 2025, oder? Ah, hier, 9.2138, das ist aber richtig lang. Kurz nachrechnen, 121 Jahre. Das werden wir gar nicht mehr erleben. Was, 2138? Sie müssen keine Angst vor Vitaminen haben. Da sind keine mehr drin. Sind keine Vitamine drin? Nein, sonst würde ich das hier gar nicht kochen. Mal sehen, wie viel Geschmack übrig geblieben ist. Die Gäste sind skeptisch. Und so wird das mumifizierte Essen wieder zum Leben erweckt. Einfach Wasser dazu, kurz umrühren und schon ist es fast fertig. Ja, es riecht schon sehr gut, muss ich sagen. Also jetzt mit warmem Wasser. Wollen Sie mal eine Nase nehmen? Nö, er hat die Nase jetzt schon voll. Sieht aber auch zu lecker aus. Und der hochprofessionelle Garprozess garantiert Top-Qualität. Bitte? Da bin ich noch nicht überzeugt. Warten Sie erstmal, bis es schmeckt. Und 20 Sekunden später ist es soweit. Da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Nee, zurzeit noch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir nicht. Das sieht nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Nein, zur Qualität. Also ich stelle mich hier nicht einfach her. Ja, das Auge ist mit. Er hat sich sein Essen auch etwas anders vorgestellt, aber bestellt ist bestellt und in Deutschland wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Guten Appetit. Eine Mahlzeit, wie kann man es sagen, die ihm die Tränen in die Augen treibt. Aber er ist tapfer. Und er hier auch. Und?
Ihnen schmeckt schon, oder? Ich sehe es. Nee. Nicht? Nein. Also ich glaube, wir brechen das ab. Ja. Sind Sie nicht begeistert? Nein, ich bin begeistert, das kriegen wir dann runter. Nein. Ja. Kann ich Ihnen was Gutes tun noch? Schön. Vielleicht ein Dessert. Ich habe ein ganz spezielles Dessert. Hat es Ihnen gefallen? Das ist fertig Futter und das ist richtig mein Ding. Aber der Koch ist doch der ein herausragender Koch. Nein, der Koch ist spitze, aber der Zeug da drin, Tüte auf, Wasser rein, ist kein Essen für mich. Nee. Darf ich Sie noch mal nach Ihrer Meinung fragen? Ja, das genau. Ist genau das Gleiche. Aber trotz alledem habe ich einen wunderbaren Nachtisch für Sie mitgebracht. Ja. Herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Na, verstehen Sie Spaß. Ja, ich geh gut. Nur das ist mir.